Hey, hallo von der Checkpoint DJ. Ich bin hier mit Martin von Matrix, am Stand von Matrix. Ich erzähle mal ein bisschen was über euch und eure Software. Ihr seid ja vor allen Dingen bekannt im Bereich, glaube ich, Clubinstallationen, Festinstallationen, aber auch zum Thema DJ habt ihr ein bisschen was zu bieten. Genau, hallo, ich bin Martin. Wir sind das Team aus Dresden hinter der bekannten Matrix-Produktreihe aus Software und Hardware. Und wir haben uns auf die LED-Lichtsteuerung spezialisiert, im Speziellen das Einzelpixel-Mapping, sozusagen die Einzelpixel-Ansteuerung. Wir machen, wie gesagt, Software und Hardware und haben hier Matrix 5 mitgebracht. Das ist unsere neue Software, die erst dieses Jahr rausgekommen ist. Und die kann nicht nur viel mehr für euch da draußen, sondern wir haben auch die Chance genutzt, das Lizenzsystem zu überarbeiten. Das heißt, der Einstiegsbereich wurde von einem DMX-Universum verdoppelt auf zwei und ist dabei noch preisgünstiger geworden. Das klingt doch schon mal gut. Vielleicht mal für die Leute, die sich ganz so gut auskennen, zur Erklärung nochmal. Pixelsteuerung heißt halt, ich brauche bestimmte Lampen, die eben eine bestimmte Fähigkeit haben, ne? Genau. Wir gehen hier meistens auf die RGB-Farbmischung. Das heißt, wenn wir einzelne Bars haben oder LED-Bars, fängt das Ganze schon an, Spaß zu machen. Und noch interessanter wird es zum Beispiel in der LED-Bar, wenn ich eben wirklich jede einzelne Lampe, die in der LED-Bar oder auch in einer Paar drin ist, einzeln ansteuern kann in meinem DMX-Universum, ne? Genau, richtig. Das ist diese Einzelansteuerung der einzelnen Pixel, der einzelnen Lichtpunkte. Und damit können wir ganz schnell ganz schicke Effekte auf diese LED-Fixtures bringen. Okay. Das heißt aber auch, wenn ich Moving Heads steuern möchte, ist es vielleicht nicht unbedingt die Software der Wahl. Ihr seid eben wirklich auf das Thema Pixelsteuerung spezialisiert, oder? Genau. Wir grenzen uns ganz klar davon ab. Wir sagen, nein, Moving Heads, das ist nicht unser Gebiet. Und deswegen empfehlen wir da auch gerne die anderen Lösungen am Markt. Wir haben uns spezialisiert und können dann eben von ganz klein, aber auch bis ganz groß gehen und alles, was dazwischen drin eben auch ist. Große Klasse. Dann zeigt doch mal, was ihr in der Software jetzt hier habt in der Version 5.0. Genau. Das ist die Software. Und zuallererst haben wir einfach gesagt, was haben wir denn hier am Stand verbaut? Zum Beispiel, das sind unsere Einzelpixel der LED-Bälle, die wir da oben sehen. Genau, und daneben haben wir eben noch Bars oben hängen, die auch eine RGB-Mischung haben, aber auch weißlich können. Und das alles haben wir kurz der Software beigebracht und danach können wir das Thema auch schon vergessen. Für DJ ist das besonders interessant, weil die Software ist so ein bisschen aufgebaut wie eine DJ-Software. Wir haben ein linkes Deck, Deck A, und ein rechtes Deck und in der Mitte die Hauptregelung sozusagen und wir können mit dem Crossfader zwischen beiden hin und her schalten. Ganz spannend dabei ist, wir gehen einfach mal in die Software rein, nehmen uns einen neuen Speicherplatz und gehen in die Effektbibliothek rein. Wir können Videos laden, wir können Bilder laden, aber wir können auch einfach der Software sagen, du, mach doch einfach mal schnell einen Effekt. Ich stelle mir die Farben, Geschwindigkeiten, Form ein, so wie ich das haben möchte und kann also live das steuern, was ich möchte und wenn es mir nicht gefällt, ganz schnell die Anpassung machen. Die Effekte generiert dabei die Effekte für uns live und wenn ich aber möchte, dass die zum Beispiel nur auf den RGB-Bällen sind, kann ich das genauso ganz einfach erreichen. Könnte jetzt eine neue Ebene hinzufügen und vielleicht noch was Schickes, Buntes, eben auf meine LED-Bars da oben machen. Das Ganze ist dann interessant, das Setup, was wir hier oben zeigen, eine Bar alleine benötigt 190 DMX-Kanäle und da kommen eben andere Lösungen schnell an die Grenzen, währenddessen wir hier mit wenigen Mausklicks was schnell was zaubern können. Und das absolute Highlight für den DJ-Bereich ist die Musikanalyse, das heißt, wir haben hier ein Live-Audio-Signal anliegen. Und wir können eben auch ganz schnell einen Live-Equalizer auf das gesamte System schicken und könnten den eben auch so anpassen, wie wir das haben möchten. Wobei eben das Audiosignal kriegt ihr auf verschiedene Wege in den Rechner rein, glaube ich, ne? Genau, das ist unabhängig davon, es kann ein Mikrofon sein, es könnte Line-In sein, alles, was der Rechner uns hergibt, eben auch vom Rechner direkt abgespielt, wie hier an diesem Beispiel, ist gar kein Problem. Ja, sehr cool. Ihr habt jetzt auch, hast du vorhin schon erwähnt, im Lizenzmodell ein paar Sachen verändert. Wie sieht denn das jetzt aus bei euch, wenn ich mir was kaufen möchte von euch? Was ist denn der vielleicht günstigste Einstieg aus einer Sicht eines DJs? Genau, der Einstieg startet bei uns, wie gesagt, mit zwei DMX-Universen plus noch DVI-Ausgabe. Die Software startet bei jetzt 160 Euro netto. Wenn ich es noch möchte, kann ich ein Interface dazu kaufen, was den gleichen Preis hat. Aber die Vorteile, die wir hier auch sehen, wir können auch das Ganze über Netzwerke einfach ansteuern. Das heißt, heutzutage sind die Fixtures so weit, dass wir eigentlich gar kein Interface mehr brauchen unbedingt. Wenn ich aber als klassischer mobiler DJ mit DMX-Lampen unterwegs bin, die sind ja nicht netzwerkfähig, dann brauche ich auch ein Interface dazu von euch. Was ist da die günstigste Möglichkeit, die ihr bietet? Ein DMX-Universum startet auch dort bei 160 Euro netto.
Das ist dann keine Box praktisch, sondern habt ihr auch eine sehr smarte Lösung, wo ihr USB mit einem smarten Stecker, sag ich mal, kombiniert. Ne? Genau, das hast du schon ganz gut gesagt. Andere haben einfach eine Plastikbox meistens genommen. Was wir gemacht haben, wir haben ein stabiles Kabel genommen mit einer Metallummantelung. Und bei uns ist die Intelligenz im Stecker drin, super smart, super klein. Am Anfang haben wir gesagt, das ist das kleinste DMX-Interface der Welt. Große Klasse. Super, sehr spannend, finde ich. Vielen Dank, Martin, für die Einführung hier. Da sagen wir beide Tschüss von der Checkpoint DJ. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.